Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich euch eine Verteidigung gegen das nordische Gambit zeigen. Sogar besser gesagt zwei Verteidigungen, damit ihr, falls ihr mit Schwarz auf das nordische Gambit trefft, bestens vorbereitet seid. Viel Spaß damit! Ich habe euch vor kurzem auf meinem Kanal das nordische Gambit vorgestellt. E4, E5, das sind die offenen Spiele. Und jetzt kommt das nordische Gambit. D4. E schlägt D4, beziehungsweise jetzt könnte es auch noch das Mittelgambit werden. Mit Dame D4 ist es das sogenannte Mittelgambit. Das nordische Gambit beginnt mit C3. Und die Variante, die ich euch vorgestellt hatte, war D schlägt C3, Läufer C4. Man schlägt sich hier durch und dann hier als Verteidigungsidee des Schwarzen D5. Das war diese Verteidigung, die ich früher so kannte gegen das nordische Gambit. Es ist aber nicht unbedingt die beste für Schwarz. Und ihr habt das gesehen. Ich habe euch in den letzten Videos sehr gefährliche Ideen für Weiß präsentiert. Und in der Praxis ist das ungeheuer schwer zu spielen für Schwarz. Und deswegen möchte ich euch hier heute eine andere Verteidigung zeigen. Sogar zwei. Falls ihr eben E5 spielt und mal auf das nordische Gambit trefft. D4. Ihr nehmt hier auch raus. Jetzt kommt C3. Und nun kommt die erste Verteidigung, die ich selbst auch, jetzt wo ich das nordische Gambit öfters mal probiert habe, auf die ich oft gestoßen bin, D5. D5 nutzt den Fakt aus, dass jetzt gerade C3 gespielt ist, denn nach E schlägt D5 und Dame schlägt D5, würde Weiß jetzt am liebsten Springer C3 spielen, um die Dame mit Tempo zu vertreiben. So wie im Skandinavier. Das kann er nicht, weil der Bauer hier auf C3 spielt. Ja, was hat Weiß hier für eine große Wahl? Dame D4 wird ganz selten mal gespielt. Da kann Schwarz einfach hier schlagen. Und wenn Weiß hier nimmt, kann Schwarz zum Beispiel Läufer E7 spielen. Und wenn ihr seht, es ist jetzt eine ausgeglichene Stellung. Ausgeglichene Bauern. Entwicklung ungefähr ausgeglichen. Bauernstruktur sehr ähnlich. Und ja, Weiß hat das nordische Gambit gespielt. Er wollte zwei Bauern opfern. Und da kann man als Schwarzer durchaus zufrieden sein, wenn man in so einer Stellung landet. So, deswegen die Hauptvariante für Weiß ist hier auf D5 zu nehmen. Dame schlägt D5, E schlägt D4. Wir sehen auch hier jetzt ausgeglichene Bauern. Allerdings hat Weiß hier so einen isolierten Bauern. Und um den wird es jetzt so ein bisschen gehen. Ich habe Videos dazu gemacht. Er hat Stärken und er hat Schwächen. Und seine Stärken liegen insbesondere darin, dass ich hier offene Linien, offene Diagonalen habe. Und ich möchte die einsetzen. Seine Schwächen liegen da drin, dass das Feld davor schwach sein kann und dass der Bauer selbst natürlich schwach ist, weil er nicht mehr gedeckt werden kann. Und deswegen ist Schwarz hier zufrieden, wenn er Figuren tauschen kann und Richtung Endspiel geht. Und Weiß möchte hier eher so ein bisschen Dynamik drin halten, Figuren drin halten, um eben diese Stärken zu nutzen. Ja, wie geht's hier weiter? Typischerweise ist hier der Hauptzug, sich erstmal zu entwickeln. Springer F6, beziehungsweise ein bisschen, der wirkliche Hauptzug ist natürlich hier dynamisch Springer C6, um sofort auf diesen D4 drauf zu gehen. Wenn Schwarz jetzt hier tatsächlich mit Springer F6 abwartet, funktioniert das auch. Das ist sehr wahrscheinlich nur eine Zugumstellung, aber es macht Sinn, das Ganze hier zu forcieren. Macht Druck gegen den D4 und Weiß will, Läufer E3 will er nicht unbedingt spielen, wenn es sein muss. Der Läufer, der könnte vielleicht mal aktiver werden. Auf E3 hat er eine sehr passive Aufgabe, da deckt er nämlich nur den D4 und er verstellt auch noch die weiße E-Linie. Und wenn Weiß kann, möchte er gerne auch ohne Läufer E3 spielen. Deswegen erstmal viel natürlicher, Springer F3, deckt den D4. Schwarz macht hier weiter Druck, das ist die Hauptvariante, greift den Verteidiger von D4 an. Und jetzt kann Weiß hier aber einfach Läufer E2 spielen und das ist auch der beste Zug, denn Schwarz kann sich jetzt nicht diesen Bauern schnappen. Vorsicht, Taktik. Ich kann jetzt hier zwischennehmen mit Schach. Und danach gewinne ich einfach die Dame. Und deswegen ist in dieser Stellung nach Läufer E2 der D4 taktisch gedeckt. Deswegen sagt Schwarz, na gut, dann entwickle ich mich weiter. Und jetzt kommt eben so ein Kennzeichen dieser Stellung, dass jetzt Weiß, jetzt kann er Springer C3 spielen und die Dame mit Tempo angreifen.
Man kann hier durchaus weggehen, zum Beispiel nach D7, das ist oft hier ein gutes Feld. Aber was hier der Hauptzug ist und deutlich mehr gespielt wird, ist Läufer B4, um diesen Springer erstmal zu fesseln. Das ist jetzt die Frage, ob man das möchte, denn durchaus, was durchaus dann passiert, dass man den dann später tauscht und dann kriegt Weiß hier hängende Bauern und diese werden deutlich dynamischer, die können dann mal vorgehen. Deswegen ist zum Beispiel hier durchaus eine Idee, einfach zu sagen, ich spiele Dame D7 und wenn Weiß jetzt zum Beispiel kurz rochiert, rochiere ich lang und mein Ziel ist es, wie gesagt, gegen diesen Bauern vor allem zu spielen, den vielleicht später zu blockieren, mich sinnvoll weiterzuentwickeln und hier einfach eine, ja, durch die entgegengesetzten Rochaden nicht mehr ganz ruhige Stellung zu haben, aber auf jeden Fall verteiltes Spiel. Die Stellung ist hier im dynamischen Gleichgewicht. Und da, wie gesagt, Weiß hat hier zwei Bauern eigentlich geopfert oder angeboten, die zu opfern, und der möchte hier was ganz anderes. Es gibt hier eben diese Läufer B4-Variante. Dann rochiert Weiß hier typischerweise weg. Und jetzt muss es sich Schwarz um diese Fesselung kümmern. Und ja, wo soll er hin? Wenn er jetzt zum Beispiel nach D7 geht, muss er schon aufpassen, weil jetzt kommt D5 und jetzt hat er ein Problem. Weil danach auch mal Läufer B5 droht, also zum Beispiel sagen wir, der Springer geht jetzt zurück nach E7. Es droht jetzt nämlich auch noch Springer E5. Angriff auf den, Angriff auf den. Viele Ideen hier für Weiß. Und deswegen, in dieser Stellung ist der Hauptzug, der hier als nach der kurzen Rochade gespielt wird, ist dann hier einfach den zu nehmen. Aber, ja, jetzt sollte man sich überlegen, vielleicht nicht mehr lang zu rochieren, weil mit diesem C4, D5, der offenen B-Linie, dem Läuferpaar, das ist ein bisschen riskant. Deswegen rochiert man jetzt hier kurz. Und ja, Weiß spielt jetzt typischerweise erstmal H3, nimmt dieses Tempo einfach mit. Und jetzt spielt er C4 und setzt seine Bauern in Bewegung. Und jetzt haben wir hängende Bauern, auch darüber habe ich ein Video gemacht. Und hängende Bauern sind viel dynamischer als so ein isolierter Bauer, weil die können eben vor, zusammen mit dem Läuferpaar, den offenen Linien hier, hat Weiß hier durchaus ein bisschen besseres Spiel. Und Schwarz muss ein bisschen aufpassen, dass die Bauern nicht zu stark werden. Deswegen würde ich diese Variante nicht unbedingt empfehlen. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie man diese Variante hier spielt. So ähnlich habe ich auch gegen den lieben Orcatec eine Partie gehabt. Da folgte Dame D. Nee, da hat der gute Orcatec hier in dieser Stellung Läufer B4 Schach gespielt. Ich habe Springer C3 gespielt. Er hat lang rochiert. Ich habe kurz rochiert, da haben fast die. Und er hat, glaube ich, jetzt hat er Dame D7. Da haben wir fast die gleiche Stellung bekommen. Und da habe ich auch eine sehr gefährliche. Ich habe jetzt Dame A4, habe jetzt noch Läufer E3 und irgendwann kam dann auch sehr gefährlich D5 und ich stand riesig und auf Gewinn. Ich als Weißer und der gute Orca hat es hier mit Schwarz gespielt. Deswegen, so ganz harmlos ist die Variante nicht. Wie gesagt, eine Empfehlung ist es ansonsten zu sagen, nach Läufer G4, Läufer E2, Springer F6, Springer C3, ich gehe zurück nach D7. Was ist hier mit D5? Muss man sich natürlich einmal anschauen. Jetzt ist es immer sehr gut, hier zwischenzunehmen, um dem Springer hier Felder zu schaffen, weil ansonsten hat der Springer, hier will er jetzt auch nicht zurück, denn Springer E5 geht immer noch. Und deswegen ist jetzt der Moment gekommen, nach D5 hier zwischenzunehmen. Wenn man sich das hier einmal anschaut, muss man natürlich einmal rechnen, kann man jetzt hier nehmen, Läufer nimmt. Und wenn wir jetzt hier einfach mit dem Läufer zurückgehen und jemand durchzählt, hat jetzt Weiß einen Bauern weniger. Wir haben jetzt einen Bauern mehr. Und völlig problemlos, einfach mehr Bauern. Jetzt ein bisschen Taktik, deswegen ist der Hauptzug in dieser Stellung hier wieder zu nehmen und jetzt haben wir das Feld E5 freigekämpft. Das sollte man natürlich jetzt einmal noch sehen in dieser Variante, dass man jetzt auf D5 jetzt eben hier nehmen kann und Springer E5 spielen kann. Dann spielt man vielleicht Läufer D6, rochiert kurz, stellt einen Turm in die E-Linie, stellt einen Turm in die D-Linie und spielt gegen diesen Bauern und stellt hat erstmal keine großen Probleme auf jeden Fall. Ja, das ist die Variante mit D5. Wird viel gespielt und durchaus solide für Schwarz. Allerdings, wie gesagt, kann das schnell passieren, dass Weiß auch Vorteil bekommt in diesen Isolani-Stellungen. Und Schwarz muss schon aufpassen, was er macht.
Und deswegen möchte ich euch jetzt meine eigentliche Empfehlung zeigen. Übrigens, diese beiden Varianten zeige ich vor allem auch deshalb, weil mich Leute in den Kommentaren nochmal darauf hingewiesen haben. Vielen Dank. Gerne immer Varianten posten. Und zwar gibt es hier einen Zug, den laut einem der Kommentatoren schon von Steinitz gefunden wurde. Dame E7. Und Dame E7 ist hochinteressant. Der Zug sieht erstmal ein bisschen merkwürdig aus, weil, naja, so früh die Dame hier raus, die verstellt alles, aber sie hat einen sehr. Der Zug hat einen sehr guten Grund. Und zwar greift er natürlich diesen E-Bauern an und Weiß würde ihn gerne decken mit Springer C3 oder Springer D2. Das wären die natürlichen Züge, um den zu decken. Geht beides nicht. Also Springer C3 geht gar nicht. Springer D2 geht auch sehr schlecht, weil ich jetzt hier einfach tausche. Jetzt habe ich einen Mehrbauern, habe Weiß die Bauernstellung zerstört und Weiß, hier ist nichts von dem Angriff zu sehen. Und ja, wie soll Weiß diesen Bauern decken? Der nächste vielleicht logisch aussehende Zugläufer D3 mit einer Entwicklung von der Figur und deckt den Bauern, hebt nicht das Problem dieser Fesselung auf und deswegen kann ich jetzt mit D5 einfach weitermachen. Ich entwickle mich hier, setze den Bauern ins Zentrum und drohe den jetzt zu nehmen und das kann Weiß nicht mehr richtig gut verhindern, dass ich jetzt hier bequem zur Entwicklung komme und am Ende meinen Mehrbauern behalte. Zum Beispiel so, so und hier Läufer C2. Und hier habe ich jetzt, ja, einen Mehrbauern. Natürlich muss man noch ein bisschen gucken, wie man das hier spielt. Zum Beispiel Springer F6 kann sich hier einfach nochmal weiterentwickeln. Ist auf jeden Fall völlig in Ordnung, die Stellung. Diesen Mehrbauern ist die Frage, ob man den wirklich halten kann und ob Weiß mit dieser Dame hier muss man halt schon ein bisschen gucken, dass man rauskommt. Der Computer zum Beispiel ist natürlich, wenn man diese Stellung mal gesehen hat, empfiehlt hier zum Beispiel auch durchaus sowas wie Springer A6 mit der Idee, hier Richtung dem Feld zu gehen und auf Springer C3 diesen Bauern einfach mit F5 zu decken und einfach erstmal zu sagen, ich decke den und später durchaus mal Läufer E6 zu spielen und lang zu rochieren. Das finde ich sieht sehr interessant aus, dieser Plan. Da hat man den Turm gleich hier auf der D-Linie. Das sieht nach einem sehr interessanten Aufbau aus. Hat D5 unter Kontrolle, mit Springer B4 kriegt man noch besser D5 unter Kontrolle. Und das ist das Feld von dem Isolanien. Wenn man das unter Kontrolle kriegt, zusätzlich zu dem Mehrbauern, dann hat man hier einiges erreicht. Ja, deswegen ist Läufer D3 hier auch kein wirklicher ambitionierter Versuch von Weiß. Was kann er noch machen? Dame E2 ist ganz schlecht. Jetzt greife ich einfach diesen Bauern an. Was soll der machen? Weiß kann jetzt sagen, okay, ich ziehe den vor. Und jetzt kommt ein schöner kleiner taktischer Trick. Ich ziehe einfach diesen Bauern vor. Wenn Schwarz jetzt hier nimmt, könnt ihr euch das hier mal anschauen. Ich nehme hier eine Dame. So. Und wenn ihr jetzt durchzählt, seht ihr, haben wir hier einfach ganz bequem einen Mehrbauern. Und deswegen, ja, was soll Weiß aber machen, wenn der Dame E3 spielt? Um den E5 zu decken, kommt Springer G4 mit der Gabel und ich Springer G4 und danach hole ich mir jetzt auch diesen Bauern. Ich habe jetzt weiterhin mehr Bauern, habe ja eigentlich schon die bessere Entwicklung. Weiß hat hier nichts draußen, Weiß muss aufpassen, Weiß steht im Angriff. Also das kann es nicht sein. Ich habe hier einen Bauern mehr und habe Angriff als Schwarzer. Aber na, nachdem muss ich nicht mal den die Bauern direkt nehmen. Ich kann interessanterweise auch noch einmal Springer C6 einschalten, mit der Hoffnung wieder den mit dem Springer zu nehmen, weil F4 keine gute Idee ist. Schaut mal, jetzt habe ich hier den Entwicklungsvorsprung, öffne hier die E-Linie und das wird sehr, sehr gefährlich und schlecht für Weiß. Also Dame E2 ist ja auch keine Idee. Und ja, eigentlich gibt es hier nur einen Zug, der auch in der zwei Züge, also es gibt tatsächlich zwei Züge, ich muss mich korrigieren. Dame D4 wird noch gespielt. Gut, das deckt den zumindest. Aber ich kann jetzt einfach hier mit Tempo mich entwickeln und diesen Bauern angreifen. Was soll Weiß machen? E5, keine gute Idee. Springer C6 mit der Gabel und ich gewinne den E5. Deswegen kommt Springer D2. Jetzt kann ich hier mit Springer C6 einfach ein Tempo geben. Hätte ich auch vorher spielen können. Dame E3 ist hier der Hauptzug. Warum? Eigentlich ist fast egal, was Weiß macht. Ich werde danach sowieso, auch wenn er nach hier geht zum, ich werde sowieso D5 spielen und werde jetzt nutzen, dass meine Dame hier wieder in der E-Linie steht und der E-Bauer gefesselt ist. Und auf Dame D3 mache ich das genauso.
Und jetzt, ja, der Bauer, was soll Weiß machen? Er muss den eigentlich fast nehmen, weil der sonst hängt. Jetzt tausche ich hier einfach die Damen zwischen und nehme den Bauern weg. Und jetzt schaut mal wieder, wir haben ausgeglichene Bauernanzahl, aber ich bin besser entwickelt. Weiß hat hier einen furchtbaren isolierten Bauern in der E-Linie, der ist schon angegriffen. Den kann ich hier mit Läufer C5, Rochade, Tommy 8, mit allem angreifen, was ich habe. Und den werde ich irgendwann gewinnen. Also das ist eine ganz furchtbare Stellung für Weiß. Das kann es auch nicht sein. Deswegen hier der meistgespielte Zug und auch der wahrscheinlich beste Zug, E schlägt D4. Dame schlägt D4. So, und oft ist es ja so, dass es natürlich nicht so gut ist, mit der Dame so früh rauszukommen, weil die schnell vertrieben werden kann. Hier ist es allerdings interessanterweise nicht so einfach, denn die Dame hat immer diese Druck gegen den G2. Deswegen ist Läufer E2 oder sowas nie gut. Ich kann hier einfach den G2 nehmen. Nach Läufer F3, was den Turm deckt, gehe ich hier einfach weg und habe mehr Bauern. Und das, beziehungsweise habe ich jetzt schon zwei mehr Bauern. Ja, was soll Weiß machen? Springer E2 sieht auch ein bisschen komisch aus. Das verstellt den Läufer und hilft nicht so wirklich bei der Entwicklung. Und deswegen ist hier der Hauptzug Läufer E3. Warum jetzt Läufer E3? Naja, der ist der einzige Zug, der eben diese Schach sinnvoll abwehrt und nichts dabei verstellt. Danach möchte ich gerne die Dame angreifen mit Springer C3. Und ja, diese Variante ist nicht ganz ohne, weil wie gesagt, man geht hier früh mit der Dame raus und man muss jetzt ein bisschen aufpassen und die nächsten Züge sind aber fast erzwungen. Also die sind fast die einzigen, die hier gespielt werden und bei denen behält jetzt Schwarz tatsächlich einen Vorteil. Man muss sie einmal gesehen haben. In allen anderen Varianten kann schnell passieren, dass Weiß zumindest sehr gute Kompensation für den Bauern bekommt. Also der logische Zug hier ist einfach Springer F6. Man entwickelt sich erstmal weiter. Was soll Weiß machen? Er würde gerne Läufer D3 auch mal spielen, aber das geht nicht, solange der G2 hängt. Deswegen, ja, der logische Zug hier ist einfach Springer C3. Greift die Dame mit Tempo an. Und was wir jetzt hier einfach immer machen, ist Läufer B4. Wir fesseln den Springer. Ja, Weiß hat jetzt hier zwei Ideen. Entweder er entfesselt sich mit Dame D2, was auch sehr logisch aussieht. Oder er spielt Springer F3, um endlich diesen Druck hier rauszunehmen und dann Läufer D3 zu spielen. Wir fangen mal an mit Dame D2. Jetzt hängt meine Dame übrigens. Ja, wo soll die Dame hin? Sie wird oft nach E. 7 gezogen, sieht auch logisch aus. Aber hier ein sehr interessanter Zug ist zum Beispiel, ist zurückzugehen nach C6, hält den Druck hier auf dem C3 und hält den Druck auf dieser Diagonalen. So dass der Läufer immer noch nicht ziehen kann. Und D5 geht hier nie, weil ich den einfach wegnehmen kann. Der Springer kann ich nehmen, weil die Dame hängt. Und die Dame kann auch nicht nehmen, die kann ich einfach wegnehmen, weil der Springer gefesselt ist. Deswegen muss ich da keine Angst haben. Ja, und der Hauptzug ist hier auch, sieht auch fast logisch aus, Springer F3. Nimmt diesen Druck und bereitet jetzt Läufer D3 vor. Und jetzt ist der Moment, wo ich wirklich als Schwarzer eben jetzt diesen nächsten Zug kennen muss. Also bis hierhin ist es sind absolut die logischen Züge. Wenn ich jetzt nichts mache, kommt Läufer D3 und Weiß hat, kriegt hier auf jeden Fall sehr gutes Spiel für den Bauern. Jetzt kann ich aber den Moment nutzen und Springer D5 spielen. Greift den an. Und greift den an. Wenn jetzt Läufer D3 kommt, mit Angriff auf die Dame, habe ich jetzt einen Zwischenzug. Also ich kann jetzt einmal, ich muss nicht sofort mit der Dame wegziehen, sondern ich kann den hier nehmen. Warum? Wenn Weiß jetzt hier nimmt, nehme ich hier. Momentan habe ich eine Figur weniger, deswegen muss Weiß den wieder nehmen. Und jetzt kann ich mich hier einfach weiterentwickeln. Und jetzt schaut mal, jetzt habe ich auch meinen Mehrbauern behalten, Damen getauscht. Weiß hat immer noch den isolierten Bauern. Das ist ja alle Vorteile hier bei Schwarz. Und wenn er den wieder nimmt, nehme ich den einfach wieder und gewinne den nächsten Bauern und der König ist in der Mitte. Dann ist es hier der Schwarze, der angreift. Deswegen geht hier Läufer D3 nicht. Weiß muss auf diese Drohungen reagieren. Wie macht er das? Mit Dame D2. Macht Sinn. Deckt beide Drohungen ab. Ja, jetzt hängt die Dame und deswegen. Kommt jetzt hier Springer E3, schlägt den weg. Wenn jetzt Weiß hier nimmt, dann habe ich einen ganz netten Trick. Ich kann auch einfach da nehmen und da nehmen. Das ist auch
sehr einfach, aber ich kann versuchen, noch mehr Material mitzunehmen mit Springer C2. Die Dame ist gefesselt. Und dann nehme ich hier die Dame weg und versuche mir den noch zu holen und behalte jetzt so den Läufer. Aber ich kann das auch diese Variante hier zu nehmen und hier zu nehmen. Auch hier habe ich wieder einfach mehr Bauern. Das macht hier wirklich keinen Unterschied. Das geht hier alles nicht für Weiß. Deswegen muss er den hier einfach jetzt mal wieder nehmen. Ja, und jetzt wird Zeit, meine Dame wegzuziehen, weil sie hängt. Und der logische Zug ist jetzt hier auf jeden Fall Dame E7. Jetzt will ich nicht mehr nach C6, weil ich brauche nicht mehr in diese Diagonale. Ich will jetzt eher auf diesen E3 drauf. Und nochmal, Weiß hat hier einen Bauern weniger. Läufer D3 ist hier zum Beispiel jetzt ein logischer Zug, sich zu entwickeln. D3, Weiß rochiert kurz. Ja, wir stellen vielleicht unseren Läufer mal nach E6. Müssen rochieren irgendwann auch kurz. Und ja, Weiß wird sicherlich irgendwann mal E4 spielen. Es ist natürlich nicht hundertprozentig ohne. Also Schwarz kann hier in diesen Varianten auf einen Vorteil hoffen. Wenn Weiß das optimal spielt, kriegt er sehr wahrscheinlich trotzdem ein bisschen Kompensation. Also, zwei mögliche Verteidigungen gegen das nordische Gambit. Es sind keine Widerlegungen, denn sowohl D5 als auch Dame E7 führen nicht unbedingt zu klaren Vorteil. D5 ist möglicherweise ein bisschen einfacher zu spielen für Schwarz, aber auch für Weiß einfacher zu spielen, weil diese Stellungen, das ist relativ klar, was er da macht. Also nochmal, Weiß wird Springer C3, Läufer E2, Springer C3, kurze Rochade, vielleicht Läufer E3. Das ist relativ klar, was er hier macht. Diese Dame E7, ich finde Dame E7 deutlich interessanter, weil es nicht so klar ist. So. Ja, Läufer E3 kann man sicherlich noch finden, Springer F6. Auch hier kann man sicherlich schon mal irgendwann daneben greifen, den G2 einstellen oder Springer C3, so, Springer F3 und jetzt, wie gesagt, sollte jetzt vielleicht Springer D5 probieren. In der Praxis wurde das auch am häufigsten gespielt. Hier nach der Rochade kommt eben Läufer D3. Die Dame geht hier, wenn sie jetzt zum Beispiel nach E7 geht, rochiert Weiß kurz. Und er hat hier durchaus mit seinen Läufern, mit der offenen E-Linie, mit der ein bisschen komisch stehenden Dame, dem noch nicht entwickelten Flügel hier von Schwarz, hat er durchaus Kompensation. Und deswegen, ja, bleibt mein Fazit jetzt nach diesen drei Videos zum nordischen Gambit, dass das interessanter ist, als ich dachte. Also, ich hatte das nordische Gambit für mich immer, muss ich ehrlich sagen, immer abgehakt als, so nice try, aber wenn Schwarz weiß, was er macht, dann hält er locker Vorteil. Und ich habe jetzt viel analysiert, ich habe mir viele Stellungen angeguckt und ich revidiere mein Urteil und muss sagen, es ist für Weiß fast eine vernünftige Öffnung. Ich sage fast, weil wie gesagt, die Stellungen, wenn Schwarz sie gut kennt und gut spielt, dann sind sie nicht wirklich vorteilhaft für Weiß, aber eben auch nicht nachteilhaft. Und das bei so einem Gambit ist durchaus was. Und es gibt eben natürlich dann diese ganz, das sind jetzt ja nur die Widerlegungsstellen. In den ganzen Gambit-Stellungen kriegt Weiß genau das, was er möchte. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Ich hoffe, euch hat diese Widerlegung gefallen. Ihr könnt mir ja sagen, ob ihr Erfahrungen damit habt. Ich selber werde das nordische Gambit ein bisschen öfter spielen. Und hier schon mal eine Ankündigung. Es wird eine Arena geben. Es wird eine Themenarena zum nordischen Gambit geben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich werde es nochmal speziell ankündigen, wann das passiert. Ich habe richtig Bock darauf. Werde es jetzt öfters mit Weiß spielen. Geiles Gambit. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Bis bald. Macht's gut. Euer Schachpanda. Ciao.